Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, meine lieben Geschwister. Wir kriegen immer wieder die Frage, wie man uns unterstützen kann. Eigentlich kriegen wir die Frage viel zu wenig, denn ihr müsst eine Sache verstehen: Diese Bewegung, die den Islam verbreitet, die kann nur funktionieren mit Leuten, die dahinter stehen. Der Prophet a.s.w. hatte seine Helfer gehabt, seine Sahaba gehabt. Der Prophet Musa a.s. hat die Leute gehabt, die mit ihm waren. Der Prophet Isa a.s. hat seine Jünger gehabt, seine Hawariyin. Men ansari ilallah, sagte Isa. Wer sind meine Helfer für Allah, subhanahu wa ta'ala? Und eine Methode, wie man ganz einfach der Sache helfen kann, von zu Hause, ohne großen Aufstand, ist, indem man einfach die Beiträge teilt, indem man einfach die Beiträge verbreitet, in der Story postet. Denn was ist das Ziel der Dawa? Das Ziel der Dawa ist, so viele Menschen wie möglich mit der Botschaft zu erreichen. So, das können wir aber nur, wenn andere Leute mitmachen. Ganz früher, als wir angefangen haben, 2006, so richtig öffentlich Vollgas zu geben, hatten wir immer Visitenkarten dabei. Und jedes Mal, wenn wir irgendwo waren, in einer Moschee, haben wir Visitenkarten verteilt und haben gesagt, verteilt die Visitenkarten. Wenn wir einen Vortrag in einer Halle gemacht haben oder in einer Moschee, haben wir vorher gesagt, versucht die ganze Stadt einzuladen. Und so sind immer mehr Leute mit der Dawa in Berührung gekommen. Immer mehr Leute haben davon mitbekommen. Heutzutage haben wir diese Möglichkeiten nicht mehr. Aber wir haben andere Möglichkeiten. Es gab damals zum Beispiel kein WhatsApp. Wenn man einfach nur über WhatsApp Videos verbreitet, von mir beispielsweise, dann hat man viel erreicht. Wir kriegen so oft Fragen gestellt, die ich schon gefühlt 10.000 Mal beantwortet habe. Sachen, die ich gefühlte 10.000 Mal schon gesagt habe. So. Aber das ist mit eurer Verantwortung. Und eine andere Sache, die ganz einfach ist: Beiträge kommentieren. Zum Beispiel auf YouTube, zum Beispiel hier in Instagram oder in anderen Foren. Beiträge kommentieren. Das hat einen großen Einfluss. Ihr müsst euch vorstellen, es gibt viele Leute, bevor die sich ein Video anschauen, insbesondere wenn das Video lang dauert, nicht 2 Minuten lang ist, lesen sich erstmal kurz die Kommentare durch. So. Und schaut mal, hier sind unsere Feinde uns weit voraus. Wir haben gestern auf der YouTube-Seite von mir, es gibt ja 2 YouTube-Seiten, die Pierre Vogel heißen. Einmal der schwarze Kanal, der ist am besten verwaltet, aber der ist nicht von mir und ich weiß auch nicht, wer ihn verwaltet. Möge Allah den Bruder oder die Schwester belohnen. Und einmal der blaue Kanal. Auf dem blauen Kanal ist er gestern hochgeladen worden. Da gab es insgesamt, die Likes waren viel, viel mehr als die Dislikes. Ne? Aber die Kommentarspalte war voll zugespammt mit irgendwelchen Idioten. Was ist jetzt Ihr Ziel dabei? Was wollen Sie damit erreichen? Sie wollen damit erreichen, dass die Leute von dem Video abgeschreckt werden. Die schauen sich das an, oh Hetze, oh dies, das. Die verbreiten damit eine Meinung. Und jetzt haben wir fast jeden Schrott gelöscht. Und was ist da? Sind kaum noch Kommentare. Obwohl eigentlich die Muslime, man unterschätzt das. Das sind Sachen, die ganz einfach sind, die jeder machen kann und wo jeder helfen kann. Das sind Sachen, wo jeder helfen kann, wo jeder etwas tun kann. Wie gesagt, das wollte ich nur kurz am Morgen sagen. Ja, weil viele warten immer auf große Aufgaben, die man machen kann. Große Aufgaben, die man machen kann. Dabei sind es kleine Sachen schon, die viel bringen können. Kleine Sachen. Einfach nur zu sagen, ja, ich habe aus diesem Vortrag was gelernt, da und da, dies und das. Es geht nicht darum, uns zu loben. Ja? Möge Allah uns bewahren, den Lob zu suchen. Ja? Es geht darum, damit macht man Werbung für ein Video. Was meint ihr, warum es beispielsweise bei Google
Wenn man zu einem Arzt geht, warum es dort dann Bewertungen gibt, wo jemand schreibt, wie er den Arzt fand. Warum? Er macht damit Werbung dafür, sich das anzugucken. Und hier ist leider das Problem. Wir haben es mit einer Oma voller Feiglingen zu tun in Deutschland. Ich rede jetzt nicht von jedem Einzelnen von euch, aber ich weiß, dass viele sich nicht trauen zu kommentieren, weil sie Angst haben, danach könnte ja irgendjemand kommen und sagen, ey, von Volks im Salafisten, oder weil irgendwelche Gerüchte verbreitet werden. Hey, wenn du da kommentierst, dann kommt die Polizei zu dir nach Hause, dann wirst du durchsucht, dann verlierst du deinen Job. Das kann man kein, das geht nicht. Und außerdem müssen wir für die Wahrheit stehen. Aber das sind die Gerüchte, die unter uns verbreitet werden. Wenn ihr den einladet, dann wird die Moschee zugemacht. Es wurde noch nie eine Moschee zugemacht, weil ich dort eingeladen wurde. Man kann gar keine Moschee zumachen, weil ich dort eingeladen werde. Das ist rein rechtlich gar nicht möglich. Das reine, aber das sind die Sachen, die verbreitet werden. Hey, wenn du da zu dem Open-Air-Vortrag gehst, dann kriegst du danach voll die Probleme. Und so hat man die Furcht verbreitet, aber das ist, weil wir einfach kein Rückgrat haben. Subhanallah, wenn wir noch nicht mal in der Lage sind, einen Kommentar. Guck mal, Allah stellt jeden auf die Probe. Wie ich das in dem einen Text geschrieben habe, den ich gestern geschrieben habe. Übrigens, da sind ein paar Rechtschreibfehler drin. Ihr müsst euch vorstellen, ich bin gerade hier am Schreiben, da am Schreiben, hier am Schreiben, da am Schreiben. Ja, und dann mache ich schnell, 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 damit ich da durchkomme. Ich habe auch noch andere Sachen zu tun. Ich wollte eigentlich gestern einen Vortrag vorbereiten. Ja, so. Auf jeden Fall. Es ist einfach so. Ich habe gesagt, jeder wird nach seinem Maß auf die Probe gestellt. Wer Kraft hatte, wird gefragt, was hast du mit der Kraft gemacht? Hast du die Kraft genutzt, um Leuten Unrecht zu tun? Hast du die Kraft und deine Macht genutzt, um Gerechtigkeit zu verbreiten? Und ich meine, wir reden immer von Sahaba-Geschichten. Manche Leute regen sich auf, sagen, ja, warum redet der über Lewandowski? Warum rede ich über Lewandowski? Ja, dann schau dir den Vortrag doch mal an, dann kapierst du es auch, weil ich habe es schon 10.000 Mal wiederholt. Haben wir keine Vorbilder bei uns? Ja, wir haben Vorbilder bei uns. Die besten Vorbilder, keine Frage. Aber das Problem ist, es hat sich unter uns eine Kultur des Fernsehschauens verbreitet, wenn wir uns Dorus angucken. Was heißt das? Wenn ich mir einen Fernsehfilm angucke, zum Beispiel Rambo oder Rocky, oder was weiß ich, irgendein so ein Film mit einem Filmhelden, komme ich nicht auf die Idee, so zu sein wie der. Und wenn ich über die Sahaba rede, oder über die Propheten rede, oder sagen wir über die Sahaba, ich mache jetzt einen Vortrag von Khalid al-Walid, dann sitzen alle dort wie vom Fernseher. Boah, krasser Typ, boah, ja, boah, der war stark, aber wir sind schwach. Wir können nicht so sein wie der. So, aber wenn ich sage, guck mal, ein Robert Lewandowski ist ein Nicht-Muslim, mit dem Islam nichts zu tun hat, der aber gearbeitet hat, sich angestrengt hat und dadurch in seinem Bereich, wo er sich angestrengt hat, viel erreicht hat, dann ist es doch für dich möglich, weil du ein Muslim bist, wo du die Hilfe von Allah versprochen bekommen hast, wenn du dich in deinem Bereich für die Religion anstrengst, dass du etwas erreichen kannst. Aber hier muss man sich fragen, und jetzt komme ich zurück zum Thema, wenn wir noch nicht mehr in der Lage sind, einen Kommentar zu schreiben, wo wir den Islam mitverteidigen oder wo wir einen Prediger mit unterstützen, weil es ist eine Unterstützung, oder ein Like zu geben oder einen Beitrag zu teilen oder einen Beitrag über WhatsApp weiterzuschicken. Ja, Leute, glaubt ihr, ihr wärt bei der Schlacht von Uhud oder bei der Schlacht von Khaybar nicht laufen gegangen? Meint ihr, ihr wärt bei der Schlacht von Tabuk mitgegangen? Wenn ihr zur Zeit des Propheten gelebt habt, hättet. Ich meine, wenn man nicht mal in der Lage ist, zu einem Vortrag zu gehen, weil man Angst hat, man wird beobachtet, ja, meinst du, du wärst bereit gewesen, zur Schlacht von Tabuk zu gehen?
wo die ganze Sure 9 für offenbart wurde und diejenigen tadelt, die nicht mitgegangen sind? Niemals! Gut, das war's. Das Wort am frühen Morgen wollte ich mal loswerden. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.